Hallo meine lieben Rollenspielfreunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Pathfinder Kingmaker. Wir lassen diese Trolle hier mal rechts liegen, denn gegen drei Trolle, egal in welche Konstellation, habe ich jetzt gelernt, das ist eigentlich keine Option. Also wirklich keine Option. Wir sollten eigentlich auch mal wieder hier das ganze Zeug hier auffrischen, also unsere ganzen Shortcutties hier. Denn es ist nicht zu verantworten, dass unsere Leute hier eigentlich quasi ohne Heilmöglichkeiten durch die Gegend laufen. Das finde ich, umso mehr man darüber nachdenkt, eigentlich überhaupt nicht gut. So, im Grunde brauchen eigentlich auch nur die, die wirklich im Nahkampf sind, hier eine größere Auswahl an Heiltränken. Sie braucht das sowieso. Was haben wir da noch hier? Da ist noch ein Trankschild des Glaubens. Das sind so Sachen, die könnten wir eigentlich auch mal häufiger verwenden. Nochmal Schild des Glaubens mit rein. Oder, ne, Magierrüstung. Das sind zwei verschiedene Zaubertränke. Das funktioniert für mich auch besser. Person vergrößern, komm, hier nochmal Schild des Glaubens. Hier können wir auch nochmal Schild des Glaubens reinpacken. Bei ihm ist es eher eine Magierrüstung. Ne, warte mal, wo ist es denn hier? Magierrüstung, denn ich glaube, Schild des Glaubens ist ja, wie gesagt, ein Priesterzauber. Den kann er hypothetisch gesehen selber lernen. Oh. Person vergrößern, geil. Ein Zwerg vergrößern. Was passiert dann? Kollabiert dann die Welt? Ich weiß es nicht. Kälte widerstehen, Magierrüstung, Alchemistenfeuer. Könnte man da nicht auch mal ihm geben? So, ausgestattet, ausgestattet, ausgestattet. Was ist das? Trank verschwinden. Muss ich halt mal merken. Schneeball, Schriftrolle Schneeball. Er hat eine Säurefiole, eine Person verkleinern, mittelschwere Wunden heilen, Blindheit kurieren, Schriftrolle Segen. Warum hat der Blindheit kurieren? Was soll mir das denn bringen? Schriftrolle Blitze herbeirufen. Sie hat mittelschwere Wunden heilen und leichte Wunden heilen, sowie magisches Geschoss und magisches Geschoss, sowie das. Ja, das passt. Okay. Da sind die Wolfies. Schnappt sie euch. Nur du nicht. Du bleibst hier noch mal ein bisschen weiter hinten dran. Ich möchte den Kampf hier kämpfen. Hier an dieser Engstelle. Ah, Mann, Christian, geh doch weg. Warte mal, wir machen jetzt hier noch mal diese Segel. Der hilft der ganzen Gruppe hoffentlich mal. Ihr könnt eigentlich schon wirklich da hinten auf die da schießen. Können die da gar nicht durch. So, ich mach mal die KI aus. Geht das an der Stelle? Nein, bleib da. Was soll denn der Scheiß? Ach Mann. So viel zum Thema KI aus. Oh Mann, du musst jetzt dich heilen. Wir machen mal eine Gruppenheilung. Und du pfeifst jetzt mal hier einen von diesen Heiltränken rein. Oh, Tristan. Nein, du legst dich jetzt nicht für einen Moment hin. Junge, du bist doch grenzdebil. Und nochmal eine Heilung raushauen. Weil ja auch die gute Dingenskirchens da, die Amiri, braucht ja auch Heilung. So. Wie viel hat der Wolf noch? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Ach, nur bei... Ich finde es doof, dass man es nur bei Leertaste in Pause sieht. Weil was die noch an Lebenspunkten haben und nicht, wenn man quasi Tab drückt. Das fände ich besser, wenn man diese Übersicht quasi bei Tab hätte. Da liegt nochmal ein kaputter Mensch rum. Mit einer interessanten Auswahl. Oh, Brief des Banditen. Hey Schwester, wir sind reich. Wir haben doch noch Glück gehabt. Wenn wir es richtig anstellen, können wir vielleicht endlich aufhören, durch die Wälder zu laufen. Wir pissen auf den verdammten Anführer und seine Bande, gehen nach Brevoy und leben so glücklich und zufrieden wie die Schweine in der Scheiße. Aber die Sache ist, du musst vorsichtig sein. Du weißt genau, was die Burschen mit Leuten machen, die versuchen, sie aufs Kreuz zu legen. Und wir werden sie heftig aufs Kreuz legen, Sonnenschein. Weißt du, während du fort warst, haben wir diesen Zwerg erwischt. Aufgetakelt wie noch was. Schicker Schuppenpanzer, verwegene Geschichten. Man konnte sofort sehen, dass er eine richtige Stadtmaus ist. Er hat uns wie den letzten Dreck behandelt, bis wir seinen Bart angezündet haben. Dann hat er sofort alles ausgespuckt. Kurz gesagt, seine Ahnen
Fortasch oder sowas. Die, die den alten Turm gebaut haben, haben da irgendeinen fetten Schatz drin versteckt. Tja, und er hat nach mehreren Jahrhunderten entschieden, dorthin zurückzukehren, um sein Familienvermögen einzufordern. Ganz allein, ohne Wachen. Ich habe mir den Arsch weggelacht. Er hat keine Ahnung, wo genau dieser Schatz versteckt sein soll, aber er hatte den Schlüssel dabei, das Versteck zu öffnen. Ein weißes, metallenes Ding. Ein bisschen wie ein Zahnrad. Als die Burschen von dem Schatz gehört haben, haben sie buchstäblich angefangen, sich die Hände zu reiben. Moment, Info. Moment. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Als. Hände zu reiben? Wo stehen das? Haben sie die Hände zu reiben. Und ich dachte mir, naja, was passiert, wenn wir ihn finden? Der Boss schnappt sich den Löwenanteil und uns bleiben nur ein paar Brocken. Also habe ich mir den Schlüssel geschnappt, als der Rest der Bande geschlafen hat und habe es aussehen lassen, als sei der Zwerg damit abgehauen. Seitdem laufen die Burschen durch den Wald und suchen den Zwerg. Aber da können sie lange suchen. Ich habe ihn nämlich tief vergraben. Was? Jetzt halten sie sich von dem Turm fern. Was sollen sie dort auch ohne Schlüssel? Also nutze ihn. Wenn du wiederkehrst, geh nicht ins Lager. Geh stattdessen zu uns. Ich habe dann das Zahnrad im hohlen Baumstamm versteckt. Du weißt schon, welchen ich meine. Nimm das Ding und geh zum Turm. Sieh dich um und finde heraus, was man damit öffnen kann. Du bist klug. Du kriegst das hin. Nimm alles, was die Zwerge versteckt haben. Und nun ja, ich muss dir ja nicht sagen, was du dann zu tun hast. Sei vorsichtig, vermassle unsere Größe, Chance nicht. Sei umarmt, Bergen. Aha, weißes Zahnradring. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei von diesen Schlüsseln und das hier ist ein Beil plus eins. Das heißt aber, dass wir jetzt schon zwei von dreien haben. Wo ist aber der letzte Teil? Und irgendwo muss ein hohler Baum sein. Okay, vielleicht haben wir hier schon jetzt quasi etwas gefunden, was in diese Richtung deutet. Was sind denn das? Wilde Borgs. Oh. Ich habe das Gefühl, die sind anders als ich. Wird Zeit, dass wir nochmal mit dem Hämmerchen draufhämmern, oder? Boah. Gar nicht übertrieben, oder? Avenge me. Ich werde dich gar nicht erwähnen, du musst einfach weiterkämpfen, komische Trulla. Ey, ganz im Ernst. Ich habe jetzt einmal hier einen halb runtergeprügelt und meine Leute werden hier von denen hier zerrissen. Lost. Zeit, dass man hier jetzt mal an allem aufhört, was wir machen können. Der eine ist immer noch der einzige, der Schaden genommen hat. Einer ist jetzt todglücklich und unsere Heilung ist komplett weg. Wird vielleicht Zeit, Moment, hier mal Leute zu heilen. Ihn hier. Ich hoffe, dass wir das schaffen, ey. Was für ein nerviger Scheiß. Boah, die haben aber übertrieben viel Leben. Der ist sofort wieder down. Sie hat die Heilung gesprochen, er ist sofort wieder down. Warte mal, mach mal hier diesen Schrei auf den da. Kann ich noch irgendetwas Sinnvolles machen? Wilde Borgs. Halb down jetzt, aber nur halb. Rindenhaut auf sie. Trink mal schnell was. Boah, Tristan. Scheibenkleister, ey, was hier schon wieder abgeht. Oh, toll, Tristan, der ist schon wieder tot. Okay, völlig übertriebene Gegner hier schon wieder, wisst ihr? Also, manchmal habe ich echt das Gefühl, dass die Entwickler sich mit dem Balancing, was sie da quasi an den Tag gelegt haben, echt überhaupt nicht darüber im Klaren waren, was sie eigentlich tun.
Das muss man einfach mal wirklich jetzt hier mal so hinstellen, weil, wisst ihr, wir hauen auf die ein und wir machen einfach überhaupt nichts. Wir machen keinerlei Schaden an ihnen. Gar nichts. Let's move already. Gucken wir mal, ob wir irgendwas haben, was irgendwie mal so einen schönen AE-Effekt gleich mal von Anfang an macht. Auf Entfernung. Schriftrolle, magisches Geschoss, yeah. Sengender Strahl. Komm, packen wir mal da rein, schon diesen blöden Schneeball. Ohrenbetäubender Schrei. Schriftrolle, Unheil. Zersetzender Hauch. Rascher Rückzug. Kränkelnder Strahl. Schutz vor Chaos. Person vergrößern. Also ist wieder so ein Kampf, wo wir eigentlich mit allen Tricks arbeiten müssen. Göttliche Kunst. Blitze herbeirufen. Kann sie das? Gucken wir mal. Sie hat hier noch so stabmagisches Geschoss. Anything is possible. Warum wird mir das bei ihr nicht angezeigt? Ja, hier wird's angezeigt. Wow. Pause auf dieses Scheißvieh. All this waiting. Du machst hier den sengenden Strahl auf den da. Du stellst dich dahin. Warte mal, wir machen jetzt als allererstes diese Scheiß-KI aus. Du bist dahin. Du gehst dahin und du gehst dahin. Und was ist das hier? Verderben. Ist egal. 3! Das war das magische Geschoss. 3! Wisst ihr? Das... Fuck my life. Tear them apart! Schlag, komm nicht gleich mal los. Sie ist schon so wieder so gut wie tot. 18. Okay, nee, das ist wieder ein Kampf, wo ich keine Ahnung habe, wie man den machen soll. Das ist der absolute Irrsinn. Also sorry, das ist ein absoluter Irrsinn, was hier teilweise passiert. Anything is possible. Kannst du das schleichen? Und das vielleicht klauen? Ich wette, dass diese Person ja noch irgendwas hat. Ja, nee, ist klar. Wisst ihr, schleichen. Wo ist das hier? Initiative-Wurf. Irgendwo muss doch stehen, dass sie... Wurf erfolgreich. Wilde Walk wahrnehmen, Wurf erfolgreich. Ich will den Wurf sehen. Ergebniswurf 21. Wurf 5 plus Modifikatoren 16. Schwierigkeitsgrad 19. Ja, alles klar. Wenn der halt gleich mal eine 16 würfelt, ist halt rum, wisst ihr. Run! Hast du irgendetwas, was dich rettet? Was ist das? Schöpfen, Berührung. Schlaf könnte man machen. Stimmt, warte mal, ich habe eine Idee. Wir könnten... Schlaf auf sie wirken. Dann können wir sie vielleicht einzeln niederkämpfen. Aber ich wette, sie widerstehen alle diesem Scheißschlaf. Wetten, sie widerstehen alle diesem Schlaf. I won't be halted. Weil es einfach völlig übertrieben starke Monster sind. Ist so meine These. Dass es völlig unmöglich ist, sie in Schlaf zu versetzen. Na? Moment. Wilde Walk, hä? Wie ich es gesagt habe, ne? Es ist exakt so gekommen, wie ich es gesagt habe. Defensiver Kampf. Scheiße, ey. Hat der auch irgendwie defensiver Kampf? Zerstörerischer Schlag. Was können wir noch machen? Schild des Glaubens auf sie. Komm, wir versuchen es einfach. Wir werfen jetzt Dinge ein. Person vergrößern. Vielleicht können wir hier noch jemanden segnen oder so. Sie vielleicht. Du kannst ja gleich schon mal diesen Schrei machen. Du kannst ja gleich schon mal das da machen. I always survive.
Die Zauber haben original nichts bewirkt. Super. Genau das, was wir nicht wollten. Läuft ja richtig gut. Ey, wir haben einen kritischen Treffer von 15 verpasst. Guck mal, der hat nichts verloren. Der hat original nichts verloren. Nichts. Jetzt ist er natürlich down gegangen, obwohl er einen Heiltrank genommen hat. Dieser geht auch sofort down. Oh, Sarenrae, I see your light. Ja, klar, jetzt beißen sie noch, die am Boden liegen. Ich will es den. Der Kampf ist eh schon verloren. Ich will ihn gerade eben bloß mal ganz kurz weiterführen, um zu gucken. Ja, sie hält das sogar noch eine Weile aus, aber sobald sie halt einmal getroffen. Das Problem ist halt, dass wir sie halt wirklich nicht treffen. Das ist das Problem. Wir machen wirklich nichts an ihnen. Sechs Schaden. Wahnsinn. Und sobald sie halt am Boden liegt, bekommt sie halt vollen Schaden, wisst ihr? Sobald sie am Boden liegt, gilt halt ihre Rüstungsklasse nicht mehr. Und das macht diese Worge halt einfach so übertrieben heftig. Boah. Machen wir seit 10 Minuten rum an diesem Scheiß. Wissen, ich wette, da hinten ist der ganze Quatsch. Und wir kommen da einfach nicht hin. Egal, was wir machen, wir kommen da nicht hin. Und das nervt. Das nervt echt heftig. Also, ich finde das immer wieder übertrieben. Wir gehen jetzt hier einfach. So. Oh. Ja, das nehme ich noch mit. Ich habe keine Ahnung, was, wo diese Sachen liegen sollen angeblich. Aber die... Oh. Das ist ein magisches, beschlagenes Leder. Keine Ahnung, wo die rumliegen. Gehen. Ich weiß es nicht, aber ich muss auch mein Schweinerl wieder abholen. Ne? Das liegt ja da drinnen auch tot rum. Kriege ich das wieder, wenn ich jetzt einfach wieder reingehe? Ja. Lass uns mal einfach uns mal umschauen. Na toll, Zufallsbegegnung. Lass mich raten, ein Drache. Das wird jetzt noch fehlen, wisst ihr, so hier in dieser Gegend. Warum habe ich mein Maul so weit aufgerissen? Ohne Witz, warum? Es ist nur einer. Oh oh. LOL! Echt jetzt? Hä? Warum sind die anderen Trolle dann so schwierig gewesen? Warum sind die anderen Trolle so schwierig gewesen? Dalton heißt er. Boah, jetzt stirb doch endlich, du Troll. Und lass den Dalton in Ruhe. Dalton, vor dir steht ein betagter Halbelf. Sein von der Sonne gebleichtes Haar weist ihn als erfahrenen Reisenden aus und seine selbstsicheren Umgang mit dem Bogen als versierten Krieger. Sein Karren mit den unterschiedlichsten Gegenständen beladen. Er scheint also auch ein Händler zu sein. Diese verfluchten Trolle. Allein ihr Gestank hätte mich beinahe umgebracht. Der Halbelf wischt sich den Schweiß von der Stirn. Ich war so gut wie erledigt. Seit wann fürchten sich Trolle nicht mehr vor Feuer? Zum Glück befanden sich unter meinem Waren einige Fläschchen mit Säure. Danke für die rechtzeitige Rettung, mein Freund. Trotz seines selbstsicheren Blicks zittert seine Stimme leicht. Nur ein paar Augenblicke später und ich wäre... Er runzelt die Stirn. Wer auch immer über dieses Land herrscht, schert sich nur wenig um seine Sicherheit. Oh, fuck.
erstmal einstmal sichere Handelsstraßen werden von Trollen überlassen, werden den Trollen überlassen und weit und breit ist nichts eine Wache zu sehen. Aber wo bleiben meine Manieren? Ich bin Dalton aus Miven, Händler von Beruf. Und wer seid ihr? Ehrlich gesagt herrsche ich über dieses Land. Ja, das sagen wir mal. Dalton wirkt schockiert. Oh, bitte verzeiht euer Gnaden. Dalton verbeugt sich höflich. Aber diese Trolle, sie stellen für jedermann eine Bedrohung dar. Ja, das wissen wir, deswegen sind wir hier. Sie haben mehrere Dörfer angegriffen, etliche Brücken zerstört und verschrecken Handelskarawanen. Sie sind weitaus schlimmer als Banditen. Ja, das ist klar. Falls euer Gnaden das Problem lösen möchten, ich kenne einen Magier, der hier ganz in der Nähe lebt. Ich besuche ihn von Zeit zu Zeit, um ihm Reagenzien für seine Zauber zu verkaufen. Er ist ein Experte für Trolle und könnte vielleicht wissen, warum sie neuerdings so dreist sind und feuerfest. Ihr seid doch offensichtlich ein erfahrener Händler. Würdet ihr es betrachten, euer Gewerbe ausschließlich in meiner Baronie nachzugehen? Aber erstmal erzählt mir von dem Magier. Dalton kratzt den Kopf. Er heißt Bartholomäus und ist für einen Menschen gar nicht mal so übel. Immer höflich und respektvoll. Aber irgendwas an ihm ist merkwürdig. Er lebt allein im Wald und hat sein Haus mit Fallen umgeben, durch die nur ein sicherer Weg führt. Also nur ein sicherer Weg führt. Er fürchtet weder Banditen noch Trolle. Ja, kein Wunder bei den ganzen Fallen. Und wenn er einen ansieht, hat man das Gefühl, man würde von ihm studiert. Als würde er überlegen, einen aufzuschneiden, um nachzusehen, wie man von innen aussieht. Da läuft es jedes Mal einem kalt den Rücken runter. Daltner schaudert. Gibt es auf der Straße noch weitere Gefahren? Trolle sind euch wohl noch nicht genug, hm? Dalton lacht und runzelt dann die Stirn. Tatsächlich habe ich ein beunruhigendes Gerücht gehört. Es heißt, ein Hodak hätte sich in der Höhle südlich von hier niedergelassen. Ob das nun wahr ist oder nicht. Viele Händler wollen kein Risiko eingehen und weichen stattdessen auf Waldrouten aus. Ich markiere die Höhle auf eurer Karte. Die Hodaks waren die, die wir auch nicht besiegen können. Amiri meint, sie grinst. Ich habe noch nie gegen einen Hodak gekämpft. Bis jetzt. Das stimmt nicht. Du erinnerst dich bloß nicht daran, weil wir geladen haben. Ihr seid also aus Miven, ne? Was denkt ihr über die neue Baronie? Miven wurde vor langer Zeit von den Schwertfürsten gegründet, die sich weigerten, das Knie vor dem neuen Herrscher zu beugen und Brevoy verließen. Obwohl wir also keine Brevaner mehr sind, hat unser Volk viel mit den Leuten hier gemein. Denn soweit ich weiß, wurde diese Baronie von den Leuten aus Restov gegründet, die wir als eine Art entfernte Vetter betrachten. Dalton lächelt. Geschätzte Vetter natürlich. Keine Familie, die man lieber vergessen würde. Okay. Ausgezeichnet, jetzt nehmen wir alles und was ihr bei euch habt als Bezahlung. Was? Nee, das ist verjetzt. Das finde ich jetzt nicht. Ich möchte, dass er lieber seinen Job jetzt quasi bei uns macht. Ich glaube, davon haben wir auf lange Sicht mehr. Dalton runzelt die Stirn. Versteht mich nicht falsch, euer Gnaden, aber ich habe Familie in Brevoy, also führt mich mein Weg stets dorthin, ganz egal, wie gefährlich die Reise auch ist. Gut, also ich kann es hier neutral machen, ich werde eure Wünsche respektieren, rechtschaffend gut wäre mit Diplomatie 15. Auf der Straße ist es nicht sicher, ich schlage vor, ihr reist weiter als bis zur Hauptstadt und wartet ab, bis die Straßen vernünftig geschützt sind. Es gibt in der Gegend genügend andere Möglichkeiten, Handel zu treiben. Oder neutral böse. Ihr habt recht, die Straßen sind gefährlich und die Trolle sind noch die geringsten eurer Sorgen. Solltet ihr die Baronie verlassen, könnt ihr auf der Straße von irgendeinem Reisenden getötet werden. Selbst von jemandem wie mir. Was? Ist das jetzt eine Drohung? Wir probieren es aus. Wir wollen ja eigentlich eher böse spielen und nicht rechtschaffend. Also wir wollen ja eher nicht gut spielen. Aber neutral. Ich finde es doof, dass es keine rechtschaffend böse Antwort manchmal gibt. Neutral. Problem. Dalton erstarrt in einem Moment lang sprachlos, dann nickt er langsam. Nun ja, wenn ihr so fragt, ist es vielleicht das Beste, vorerst in diesem Land zu bleiben. Das Beste für alle. Yes, na also. Gut. Einen Moment, ich hatte noch keine Gelegenheit, euch für die Hilfe zu belohnen. Glück ist schließlich am beständigsten, wenn man es teilt. Sichere Reisen. Trank, leichte Wunden heilen und 100 Goldmünzen. Gut, wir haben ihn jetzt ein bisschen bedroht. Aber das ist jetzt nicht so ein Kettenpanzer. Interessant. Das gehört ja auch ein bisschen dazu. War ja auch nicht bös gemeint, ihn zu bedrohen. Oh, tatsächlich, der hat wirklich eine Schriftrolle dabei, der Troll. Faszinierend. I won't be halted. Ja, aber er ist doch Händler. Kann ich jetzt nicht noch irgendwas bei ihm kaufen? Oh ne, ich kann ihn ausplündern. Alles klar. Läuft.
Yep. 1000 Revolutionen, jede Menge Essen dabei. Braucht er alles, glaube ich, nicht mehr. Sonst wird er es uns ja nicht anbieten. Nee, das war's. Okay. We do it my way. Dann können wir ja tatsächlich... Was ist denn das? Ein umgestürzter Baum versperrt den Weg. Okay. Zumindest halt für den Wagen, logischerweise. Also waren die Trolle natürlich, die haben den einfach umgerissen. Onwards! Boah, das sind die Art von Encounter, die ich mag. Weil sie halt einfach Storyline noch mit sich bringen, ne? Lasst uns hier nochmal ganz, ganz kurz gucken, ob wir nicht noch irgendwas finden. So. Und jetzt haben wir zwei neue Orte gefunden. Einmal die von diesem Magier. Wisst ihr, ich denke, es ist das Sinnvollste, jetzt erstmal zu diesem Magier zu gehen. Das halte ich persönlich für das Beste. Ich hoffe, wir kommen da ohne weiteres jetzt hin. Denn wir kommen gegen diese Trolle, wie ich persönlich finde, einfach zu schwach, zu schwer an. Also ich verstehe es halt nicht. Manche Trolle, der ersten Trolle, haben wir gerade eben wirklich einfach niedergemacht. Und alle anderen waren wieder sauschwer. Es ist einfach seltsam. Einsames Haus. Oh, ich habe einiges jetzt hier entdeckt. Zwergenrunde in Trolllichtung. Was? Turm im Kerzenmeer. Aha. Könige Mächer. Ah, da ist die Elfe und die Fee. Da werde ich eine Weile brauchen, um da alleine hingehen zu können. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin will. Wir können es auch nochmal gegen diese Trolle versuchen. Opportunist. Ja, betreten. Bekomme ich jetzt vielleicht wieder mein Schweinerl wieder? Müssen wir nochmal eine Runde schlafen? Also diese wilden Walks sind ja noch schlimmer als die Trolle, würde ich mal behaupten. Vielleicht muss ich die Trolle zum Einschlafen bewegen. Vielleicht sind die geistig schwach. Meine Sau ist noch nicht wieder am Leben. Ich möchte etwas prüfen. I'm listening. Patience. Something bothering. Erstmal hochheilen. So, speichern, Leute. Die Sau ist also noch nicht wieder am Leben. Ich möchte prüfen, ob die Trolle auch mal schlafen hat. Was ist das? Das Versteck habe ich hier nie gefunden. We do it my way. Ja, hallo. Habe ich doch immer auf der Karte gesehen und mich immer gewundert. Also ich will mich jetzt nicht an diesen Trollen versuchen, sondern den da unten, die kommen mir sinnvoll vor. Hier hat es noch diverseste Leichen, die wir plündern können, aber... Was ist denn das? Da kann ich auch das Gebiet verlassen. Da oben liegt Schweinerl rum. Da liegt hier die Thorax-Statue rum. Naja, liegen ist vielleicht der falsche Begriff. Vielleicht kann ich auch hier noch irgendetwas entdecken. Hier geht nochmal so ein Pfad ab. Okay. Paranoide, wie ich bin. Ganz vorsichtig. Jederzeit, keine Ahnung. Eine Trollhundertschaft mir entgegenspringen. Oh, Banditen. Noch mehr Banditen. Harem, du haust den da. Heieiei. Die sind schon weg. Und er ist auch schon wieder down. Ich weiß nicht, was ich bei Harim falsch mache. Komm, töte ihn. Na also. Alle herkommen. Und plündern. Warum läuft es jetzt so rum? Das nehmen wir... Oh, das sind coole Sachen, die der Banditen eigentlich im Mist dabei hat.
ernsthaft ein Catnam dabei? Das ist ein Kompositbogen lang. Nett. Speichern auf jeden Fall, weil wir haben ja wieder was geschafft. Was ist das? Lederrüstung, was für ein Scheiß. Und da ist auch noch mal was. Oh nein! Ach, Lindsay, weißt du. Kann keine Schlösser knacken. Na, toll. Boah, das ist wieder der Punkt, wo Lindsay einfach nur rumnervt. Also die Charaktere sind teilweise schon wirklich super überspezialisiert. Nervt manchmal ein bisschen. Da möchte man sich am liebsten seinen eigenen Charakter in diese Richtung entwickeln. Weil die anderen einfach nicht vertrauenswürdig genug sind. Wir müssen eh gleich... Oh. Ein wilder Wolf. How may I help? Grotus awaits us. Ihr beiden geht mal da weg. Wir speichern nochmal und gucken, ob wir die da unten schaffen. Wenn es normale Wölfe sind, ist es machbar. Das ist mal ein bisschen wahnsinnig, Tristan. Das ist einfach nur wahnsinnig. Lass das die da vorne machen. Die wissen im Gegensatz zu euch beiden, was sie tun. Komm. Komm, machen wir denn eine Raserei an hier. Komm schon. Tear them apart. You deserved it. 25 Schaden. Warum rennst du jetzt auf die zu? Bist du doof? This is where I step in. Teilweise verstehe ich es nicht. Jetzt wurden die gerade eben so gut wie gar nicht getroffen, ne? Ich weiß, dass wir schon längst über die Zeit sind, aber ich möchte das hier gerade eben nochmal ganz, ganz... Oh. Schönes Versteck. Wo sind wir jetzt eigentlich hier? Okay, Leute, dann muss ich mal sagen, wir machen nochmal ganz, ganz kurz jetzt hier mal in Haya Haya hier mitten da, wo wir diese Wölfe getötet haben. Und die sind jetzt eh schon langsam müde. Ich sag vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüssi und Ade.